Ein Wald mit riesiger, einzigartiger Artenvielfalt. 12.000 Jahre alt. Erstmals erwähnt in einer Urkunde vom 25. Juli des Jahres 973. Einst war der Wald 5.500 Hektar groß, jetzt ist nicht einmal mehr ein Zehntel davon vorhanden. Und warum? Im Jahre 1978 kaufte der Energiekonzern RWE, damals hieß er Rheinbraun, den Hambacher Forst. Der Wald wird abgeholzt, um die darunter liegende Kohle abzubauen und aus ihr Energie zu gewinnen. Dieser Fall ist ein Paradebeispiel dafür, wie vollkommen egal der Politik, die Klimaerwärmung und der Naturschutz sind. Jetzt mal eine kleine Rechnung. Unter dem Wald liegen jetzt noch ungefähr 1.350 Millionen Tonnen Kohle. RWE will 40 Millionen Tonnen jährlich davon abbauen. Bei der Energiegewinnung wird die Kohle verbrannt, der Kohlenstoff wird in die Luft geblasen. Der noch vorhandene Rest des Hambacher Waldes ist 600 Hektar groß. Ein Hektar Wald speichert jährlich ungefähr 5,2 Tonnen CO2. Das bedeutet, dass wir das Stück, welches von diesem Wald noch übrig ist, 12.820 Mal bräuchten, um das CO2, das bei der Verbrennung der jährlich geförderten Menge Braunkohle der RWE entsteht, auszugleichen. Und nein, wir benötigen den Strom aus dieser Quelle definitiv nicht. Klingt das nach einem Verbrechen? Ja, denn es ist eins. In dem jetzigen Hambacher Forst protestieren viele Aktivisten wegen der Abholzung. Menschen wohnen dort in Baumhäusern, um ein Zeichen zu setzen und die Abholzung zu verhindern. Die CDU veranlasste die Räumung des Waldes. Als Grund dafür wurde angegeben, dass die Baumhäuser nicht den brandschutztechnischen Standards entsprechen. Aber natürlich, ich meine, der Wald wird natürlich nicht dafür geräumt, damit man ihn weiter abholzen kann. Nein, ich meine, es würde ja nebenbei erwähnt auch extrem viel Sinn ergeben, wenn die Aktivisten, die den Wald erhalten wollen, ihn in Flammen aufgehen lassen würden. Ja, genau. Klingt logisch. Aber warum sollte man sowas tun? Warum sollte man Menschen, die die Natur schützen, mit hunderten Polizisten aus einem Wald vertreiben, damit ein Großkonzern die Heimat von vom Aussterben bedrohten Tieren zerstört und ihn zu Treibhausgasen pulverisiert? Schauen wir uns doch mal den stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-Landesfraktion für Nordrhein-Westfalen an. Dieser arbeitet natürlich rein zufällig als kaufmännischer Angestellter in Teilzeit bei RWE und verdient dort jährlich zwischen 90 und 120.000 Euro. Aber jetzt mal mein voller Ernst. Wir dürfen uns das nicht mehr länger bieten lassen. Bitte zeigt, dass es uns nicht egal ist, woher unser Strom kommt, dass wir den Planeten bewahren wollen. Unterschreibt und teilt die Petition, welche ich in der Infobox des Videos verlinkt habe. Tut was! Wechselt den Stromanbieter! Geht protestieren! Denn aktuell hat unsere lobbyistengesteuerte Politik definitiv nicht vor, etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen, denn das ist ja nicht lukrativ. Wie schon Albert Einstein sagte, wer das Privileg hat, es zu wissen, hat die Pflicht zu handeln. Und hier auch ein kleiner Appell an die Polizisten und anderen Helfer der RWE. Kennt ihr das Sprichwort, was ist, wenn Krieg ist und keiner geht hin? Ich meine, was ist, wenn der RWE den Wald abholzen will, aber keiner lässt es zu? Mich würde es auch sehr freuen, wenn du das Video liken, teilen und kommentieren könntest, damit es mehr Menschen erreicht. Und auch dein Abo
hilft mir weiter und du verpasst, wenn du die Glocke aktivierst, keines meiner Videos mehr. Bis bald!